Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich. Und heute haben wir einen Wunsch vom Videospielplatz an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Und der hat sich Street Fighter 2010 für das NES gewünscht. Das ist ja schon mal beim Angry Video Game Nerd Thema gewesen und ist bei uns in Europa nie erschienen. Es ist wirklich nur in Japan und in den USA erschienen und ist halt, glaube ich, wirklich passenderweise 2010 auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Ich würde mal sagen, wir schauen mal sofort rein. Ihr hört schon vielleicht im Hintergrund dieses kleine Pling ständig. Das ist das Menü von dem Spiel und das geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich bin gespannt. Also wirklich, jetzt so super hypen tut mich jetzt der Startbildschirm nicht. Mich wundert ehrlich gesagt so ein bisschen, dass es von Capcom ja, veröffentlicht wurde anscheinend. Und ja, ist auf jeden Fall vom Startbildschirm her ein bisschen underdelivering. Ich höre zumindest keine großartige Musik, die einen gleich irgendwie reinrockt oder ähnliches. Wobei das Intro sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? So ein bisschen Space Bla, okay, gut. Wir müssen den einen Dämon, ich schätze mal, Target wird der Gegner sein. Wir werden wahrscheinlich kennen sein. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr klein. Okay, ich springe hier. Oh. Okay. Also so schlimm wirkt das gar nicht. Also zumindest hat es sich ja ein bisschen Mühe gegeben, dass man hier um diese Säule rumdengeln kann. Okay, warum kann ich da jetzt nicht lang? Also sie haben es versucht, auf jeden Fall hier klettermäßig zu machen. Okay, das ist jetzt schon ein Gegner. Also es ist auch schön. Okay. Man ist super schnell tot, aber es ist schön, dass man in alle möglichen Richtungen schießen kann. Also steuerungsmäßig finde ich es gar nicht so verkehrt. Das ist ein bisschen obstrus, ja, 2010. Wir wissen alle, es sieht so hier momentan aus. Oder sah aus. Wir sind schon, ja schon Post-2010. Okay, diese Raketen. Es gibt Power-Ups. Also gut, die Farbpalette, über die lässt sich natürlich streiten. Hat durchaus Stil. Oder ist das hier wirklich nur so ein Arena-Kampfspiel? Kann man das so sagen? Okay, ich versuche hier. Also der Gegner ist echt schwer. Okay, meine Vermutung ist, das ist jetzt gar kein normaler Action-Plattformer oder sowas. Das ist wirklich eine Kampfarena, wo ich den besiegen muss. Also technisch finde ich es so gesehen gar nicht schlecht. Wie gesagt, die Farbpalette mag natürlich durchaus Geschmackssache sein. Finde ich jetzt aber eigentlich ganz stimmig. Animationen passen. Also technisch kann ich hier echt nichts sagen. Deswegen frage ich mich, warum das jetzt so einen schlechten Ruf hat. Okay, ich kann hier sogar zack, 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 zack. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wobei ich ja auch immer sagen muss, ich bin natürlich nicht mal ansatzweise der beste Spieler auf der Welt. Ne? Okay. So, aber hier die Bewegung ist gar nicht so verkehrt. Also hier das Langhangeln, das fühlt sich auch alles durchaus befriedigend an, weil es gibt viele Spiele, wo das sehr hakelig ist. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens erst einen Test zu Small Soldiers für den Game Boy gemacht. Da kann man sich auch so an Kanten hochziehen. Und das ist da unglaublich zäh. Ich krieg's echt nicht gebacken, ne? Okay, wie gesagt, ich gehe in diese Spiele hier immer blind rein. Man scheint mal unendliche Continues zu haben. Diese Raketen an sich, okay, denen kann man einigermaßen ausweichen. Die haben relativ gutes Pattern. Was mich halt etwas wundert, ist, wenn ich nach unten drücke, dass er so hochtritt mit einem Schlag nach schräg oben. Ich würde jetzt mal fast sagen. Okay. Hat er auch irgendwie eine Lebensenergie oder sowas? Okay. Okay. Ich frage mich, hat er jetzt irgendwie eine Lebensenergie oder sowas? Also, ich werde besser. Ich werde besser.
Ah, okay, es gibt doch eine verschiedene Lebensanzahl. Okay, das hat das Konzept, wenn die weiteren Level genauso sind, dann ist es quasi ein Street Fighter-Spiel mit einer größeren Arena. Also ist es sehr vom Namen. Also es gehört jetzt nicht offiziell zum Street Fighter-Franchise. Oder kennen Capcom das vielleicht doch irgendwas damit zu tun? Also nicht offiziell, aber gut, Ken ist natürlich jetzt auch kein besonderer Name, aber es gibt hier mal Street Fighter auch Ken. Ha. Ich dachte, dass das wäre so ein komplett anderes Spiel, aber okay. Könnte es schaffen. Och, das habe ich nur auf den Boss geachtet. Also es ist auf jeden Fall jetzt hacken schwer, das Spiel. Das kann ich definitiv sagen. Aber an sich verstehe ich jetzt nicht den schlechten Ruf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Spiel hat jetzt auch nicht so gute Bewertung. Ich schätze mal, es wird auch unter anderem am Angry Video Game Nerd liegen. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass das mir die schlechten Spiele ausgehen, weil alle Spiele, die ich jetzt hier in der Reihe hier hatte, die sind gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß, es gibt natürlich jetzt nicht unendlich viele schlechte Spiele hier überall, aber ist das kurios? Ich verstehe das. Also, das Spielprinzip verstehe ich schon, nur ist es jetzt nicht was für mich. Also, ich mache noch zwei, drei Runden. Dann haben wir, glaube ich, auch genug von dem Spiel gesehen. Ich nehme mal an, dass sich die nächsten Stages eh nicht spielen und steuern werden. Was ein bisschen nervt, ist halt die wirklich sehr, sehr eingeschränkte Reichweite, die der Kollege hier hat. Ich meine, es ist ja gut, dass wir zumindest ein bisschen, ich sag mal, schießen können. Aber grafisch sieht das top aus, das Spiel. Also, da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist halt vom Spielkonzept her super schwer, aber das ist ja nicht per se jetzt ein schlechter. Also wenn diese Raketen nicht wären, ne, dann könnte ich den durchaus erledigen, weil ich bin irgendwie zu doof, multitaskingmäßig immer auf beides zu achten hier. Der hat aber auch so komische Pattern, ne? Ich glaube, ich gebe es auf, Leute. Also, ich habe jetzt reingespielt. Also, ich finde das Spiel wirklich gar nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte so, so ein abstruser Street Fighter 2010. Also, beim irgendwie Video Game Nerd wirkte das Spiel irgendwie wesentlich schlimmer als hier. Aber, na gut. Was meint ihr zu dem Spiel? Haut es in die Kommentare rein. Würde mich mal freuen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.